Liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Mein Business, dem Wirtschaftstalk auf MeinTV. Heute zu Gast Frau Alexandra Lindhorst. Sie ist Rechtsanwältin in der Kanzlei Matthias Amberg. Hallo. Hallo. Wir sprechen heute über den überschuldeten Nachlass. Genau. Und ja, das ist ein bisschen komplizierter, als ich alles dachte. Ja, das ist beim Erbrecht so, dass es oft hinterher... Rechtsfolge, Erbfolge. Ja, von Wahnsinn. Allem etwas. Und es fängt eigentlich alles an mit der gesetzlichen Erbfolge, denn wenn jemand kein Testament hinterlassen hat, dann sind wir bei der gesetzlichen Erbfolge. Stellt sich die Frage, was ist das, wie setzt sich das zusammen? Es ist eigentlich ganz simpel. Das Gesetz hat verschiedene Rangordnungen vorgesehen. Wenn man sich das als Linien vorstellt, es geht erstmal immer nach unten. Also die Eltern vererben an ihre Kinder, die vererben wieder an ihre Kinder. Wenn nach unten niemand mehr kommt, geht es quasi nach oben, von den Eltern zu den Großeltern. Und wenn oben auch niemand mehr ist, geht es in die Seitenlinien zu den Tanten und Onkeln. Jetzt kann es aber natürlich passieren, dass wir, also hatten wir auch schon in unserer Kanzlei, es kam ein Mandant und sagte, ja, ich habe Post vom Gericht bekommen. Ich bin Erbe eines Herrn, von dem ich in meinem ganzen Leben noch nichts gehört habe. Die Eltern, also seine Eltern waren bereits verstorben und es stellte sich dann heraus, dass es das schwarze Schaf der Familie seiner Mutter war, ein Bruder, der vor vielen, vielen Jahren mal ausgewandert ist, jetzt verstorben ist und der Mandant halt noch als letzter Familienangehöriger übrig geblieben war. Seine Eltern waren tot, die weiteren Geschwister waren tot, die Großeltern waren schon verstorben und nun hat er die Post bekommen, herzlichen Glückwunsch, Sie sind Erbe. Und dann ist es für ihn natürlich etwas schwierig, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen und oftmals ist in diesen Fällen die Ausschlagungsfrist halt abgelaufen, weil in dieser wäre es sogar eine 6-Monats-Frist, wenn der Erblasser im Ausland war, aber auch die 6 Monate gehen schnell rum, bevor man sich vollumfänglich einen Überblick verschafft hat und dann hat der Mandant halt nur noch die Möglichkeit, seine Haftung auf den Nachlass zu beschränken. Eben durch Erhebung der Dürftigkeitseinrede oder, wenn noch Geld vorhanden ist, Nachlassverwaltung oder Nachlassinsolvenz. Bei dem überschuldeten Nachlass sind da auch die Beerdigungskosten drin? Ja, das sind halt Nachlassverbindlichkeiten. Das sind dann die, okay. Ja, und wenn jetzt 100 Euro auf dem Konto sind und die Beerdigung kostet 4.000 Euro und sonst ist nichts vorhanden, dann wäre der Nachlass damit quasi schon überschuldet. Dann wird da geschaut, genau. Ja, wobei erfahrungsgemäß ist es so, dass die Leute die Beerdigung durchaus begleichen. Okay. Wie ist es denn? Im Erbrecht gibt es außerdem die Begriffe Vermächtnis und Auflage, die häufig bei Testamenten auftauchen. Was versteht man denn darunter? Unter einem Vermächtnis versteht man eine Zuwendung von Einzelgegenständen an Personen, die nicht Erbe werden sollen. Also zum Beispiel sagen die Eltern, okay, unsere Kinder sollen uns zu gleichen Teilen beerben, aber wir haben eine so gute Freundin, die hat sich immer gut um uns gekümmert, der möchten wir zum Beispiel den antiken Schrank, den Sie vorhin erwähnt haben, zukommen lassen. Also kann dieses Ehepaar ins Testament reinschreiben, unsere Erben werden unsere 3 Kinder zu gleichen Teilen. Zugunsten unserer bekannten Frau XY sprechen wir aber ein Vermächtnis aus, dass sie den antiken Schrank erhalten soll. Diese Dame hat dann auch einen Anspruch gegenüber den Erben darauf, dass sie diesen antiken Schrank tatsächlich erhält. Also das ist jetzt nicht so, dass die Erben sagen können, es ist ja schön, was Mama und Papa da ins Testament geschrieben haben, es interessiert uns nicht. Ihr steht also ein durchsetzbarer Anspruch zu. Und wenn die Erblasser sicherstellen wollen, dass derjenige, den sie begünstigen möchten, den Gegenstand auch tatsächlich erhält, haben sie die Möglichkeit, zum Beispiel im Testament eine Testamentsvollstreckung anzuordnen, dass sie sagen, ich bestimme jemanden als Testamentsvollstrecker, dessen einzige Aufgabe ist, der Dame diesen antiken Schrank zu geben. Und man hat über das Vermächtnis auch die Möglichkeit, wenn die Erblasser zum Beispiel 3 Kinder haben, und sie sagen, das eine Kind hat sich besonders gut um uns gekümmert, das wollen wir ein bisschen besser stellen als die anderen, aber nur ein bisschen, dass sie diesem Kind im Rahmen eines sogenannten Vorausvermächtnisses noch einen extra Gegenstand oder ein bestimmtes Barkonto alleine zuwenden. Das heißt, wenn Sie ein Sparbuch mit 10.000 Euro haben, können Sie sagen, unser Sohn Max soll dieses Sparbuch als Vorausvermächtnis bekommen. Das heißt, er bekommt diese 10.000 Euro extra neben dem, was er und seine Geschwister im Übrigen zu gleichen teilen. Das ist dann quasi eine Schenkung, eine vorweggenommene Erbung. Vorweggenommene Erbfolge ist es ja nicht, weil es im Rahmen des Testaments ist, sondern im Rahmen des Testaments sagen die Eltern, wir sprechen ein Vorausvermächtnis aus, es ist einfach ein Vermächtnis, das diesem Kind zusätzlich zu seinem Erbteil anfällt. Frau Lindhorst, wie ist das denn jetzt? Ich erfahre von meinem Arzt, dass ich nur noch wenige Monate zu leben habe, habe 2 Kinder und bin verschuldet. Ich möchte meine Kinder schützen, ich möchte nicht, dass sie meine Schulden erben.
Können Sie da jetzt als Rechtsanwältin was für mich tun, beziehungsweise für meine Kinder? Ja, Sie hätten die Möglichkeit, ein Testament aufzusetzen, indem Sie Ihre beiden Kinder ausdrücklich enterben. Das geht, ja? Das geht. Okay. Und dann ist es, wie ich vorhin dargestellt habe, im Zweifel der Fiskus, also Vaterstaat, der dann Erbe wird, wenn im Übrigen keine Erben vorhanden sind. Okay. Und da wird auch sonst niemand für belangt. Also es ist wirklich dann Vaterstaat, der das übernehmen würde. Da wird nicht gegraben. Es wird schon gegraben. Ja. Das Nachlassgericht hat schon die Aufgabe herauszufinden, wer kommt noch alles als Erbe in Betracht. Aber irgendwann sind die Möglichkeiten auch einfach erschöpft. Und dann kommt Vaterstaat, wenn die gesamte Familie erbt. Ja, natürlich. Wie lange kann sich sowas hinziehen? Oh, lange. Das kann sich auch durchaus ein paar Jahre hinziehen, ja, bis alle entferntesten Verwandten aufgespürt sind. Oftmals kommen Erbenermittler mit ins Boot, die dann privat auf Honorarbasis versuchen, Erben zu finden. Aber das macht nur Sinn, wenn, also die kommen eigentlich nur auf die Bildfläche, wenn hohes Vermögen da ist. Also wenn reiche Leute sterben, die keine Kinder haben, nicht verheiratet waren, deren Eltern sind schon verstorben, Geschwister hatten sie auch keine. Und dann muss man halt suchen gehen, um auch den letzten entferntesten Verwandten noch zu finden. Hätten Sie noch ein Beispiel für uns aus der Praxis? Aus der Kanzlei, aus Ihrem Alltäglichen? Aus unserem Alltäglichen, also, wie gesagt. Irgendwas Kurioses, was es zu berichten gibt. Ja, es gibt halt auch immer die Möglichkeit, dass ein Nachlass nicht überschuldet ist, weil jemand Schulden hinterlassen hat, sondern weil er Vermächtnisse und Auflagen ausgesprochen hat. Wir hatten jetzt gerade einen Fall, da ein Sohn und eine Tochter haben ihren Vater verloren. Der hat ein Testament gemacht, was auch im Vorfeld bekannt war. Er hat auch gutes Vermögen hinterlassen. Ja, und dann stand in dem Testament drin, dass er zwei Vermächtnisse ausspricht über insgesamt 150.000 Euro. Da war mal die Hälfte des Nachlasses fort. Mhm. Für unseren Mandanten war es nicht weiter schlimm, weil er eine höhere Erbquote hatte als seine Schwester. Mhm. Aber die Schwester hat ihre Ausschlagungsfrist verpasst. Denn man kann, wenn man als Erbe mit Vermächtnissen und Auflagen belastet wird, kann man das Erbe ausschlagen. Mhm. Das heißt, man sagt, das Erbe will ich nicht. Aber ich will meinen Pflichtteil. Denn der Pflichtteil wird ja berechnet ohne Berücksichtigung der Vermächtnisse und Auflagen. Und dann ist es einfach ein reines Rechenexempel. Da muss man sich mit Papier und Bleistift hinsetzen und rechnen, was bleibt mir mit meiner Erbquote abzüglich der Vermächtnisse, der Schulden und was es alles gibt. Und was bleibt mir, wenn ich nur meinen Pflichtteil geltend mache, also die halbe gesetzliche Erbquote. Und in diesem Fall wäre es für die Schwester, wenn ich es richtig im Kopf habe, 15.000 Euro günstiger gewesen, das Erbe auszuschlagen. Okay. Das hat sie verschlafen. Und dann mussten diese Vermächtnisse über insgesamt 150.000 Euro erfüllt werden. Wie kann man sowas verschlafen? Mal so unter uns. Ich habe keine Ahnung. Und sie war anwaltlich vertreten, noch innerhalb der 6 Wochen. Ja, das ist ja dann noch kurioser. Ja, das ist dann, ja. Der Sohn sagte immer zu mir, ja, irgendwie hat meine Schwester falsch gerechnet. Ich habe gesagt, ja, aber inzwischen sind die 6 Wochen halt rum. Ja, da hat der Anwalt falsch gerechnet. Da hat irgendjemand falsch gerechnet, ja. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Gerne. War wieder sehr informativ heute. Liebe Zuschauer, wenn Sie mehr Infos zu diesem Thema haben möchten, einfach mal vielleicht auf die Homepage klicken, die da wäre. www.ra-amberg.de. Genau, da sind Sie nämlich bestens beraten. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Ihrem Fernsehen von hier. Tschüss. Mein Business, der Talk rund um Wirtschaft und